Mein Großvater war der Erste, der mir von dem Viech erzählt hat. Von einem Hirschen, weiß und von schauerlicher Gestalt. Damals, als der Vater im Krieg war, hat er oft auf uns Kinder aufpasst. Und da hat er immer wieder davon gesprochen, wie er einmal am Abend noch ganz allein auf dem Feld gestanden ist. Gearbeitet hat er, bis finster geworden ist. Und dann hat er am Waldrand auf einmal die Erscheinung gesehen. Ein bleicher Hirsch. Weiß hat er im Mondlicht geschimmert. Und auch wenn der Großvater nicht viel gesehen hat bei der Finstern, so hat er gemerkt, dass der ausgehungert und krank war. Wie ein Geist hat der ausgeschaut. Noch nie hat mein Großvater davon gehört gehabt, dass er bei den seiner Gegend einen weißen Hirschen gesehen hat. Drum war ihm gleich klar, dass dies nicht einfach ein normales Tier war, sondern ein schlimmes Vorzeichen. Lauft's weit weg, wenn's ihr den Hirschen seht, hat er zu uns Kinder allerweil gesagt. Und das war der Grund, warum er uns die Schauergeschichte immer wieder verzählt hat. Lauft's fort, weil das Viech bringt ein schlimmes Unglück. Damals ist ein Seuchen in sein Dorf gekommen. Eine Krankheit, die es heutzutage gar nicht mehr gibt. Das halbe Dorf hat der ausgerottet, sodass am Ende alle weggezogen sind. Auch mein Großvater ist fortgezogen, hat alles sie hinter sich lassen und war froh drüber, weil er gemeint hat, dass ihm das Untier nie wieder begegnen wird, wenn er bloß weit genug weggeht. Aber dann ist mein Vater vom Krieg heimgekommen. Geschlagen worden sind's, aufgerieben die ganze Kompanie. Und er war so schwer verwundet, dass er nimmer hat weiterkämpfen können. Das war schlimm für ihn, dass seine Kameraden alle gefallen waren. Aber wie er mal mit meinem Großvater beieinander gestanden ist und die zwei gemeint haben, dass sie allein sind, nachher habe ich gehört, wie sie miteinander geredet haben. Und mein Vater hat was erzählt, was ich danach nie mehr vergessen habe. Am Tag vor der Schlacht, in der sie alles verloren haben, da war er für die Wache erteilt. Und wie er in der Nacht so aufs Feld ausgeschaut hat, da ist auf einmal, gar nicht weit von ihm, was Weißes aus dem Wald rausgekommen. Ein Hirsch war's. Das Herz ist ihm gleich in die Hosen reingerutscht, weil er sich gleich an die Geschichte vom Großvater erinnert hat. Er hat nachher seinen Kameraden geholt und hat dem die Erscheinung auch gezeigt, weil er wissen wollte, ob er dran oder ob er wach ist. Ob der andere das Untier auch sieht oder ob er sich das bloß einbildet. Unser Kamerad hat gleich dieselben ängstlichen Augen gekriegt wie er, bei der Hirsch so krank und unheimlich ausgeschaut hat. Genau wie mein Vater war auch dem anderen sofort klar, dass das nichts Gutes bedeuten kann, dass das ein Vorbote vom Untergang ist. Die zwei haben dann beschlossen, dass dem Viechern gar ausmachen, haben ihre Musketen angelegt, während der Hirsch einfach bloß da gestanden ist, und dann haben sie geschossen. Ob sie getroffen haben, hat mein Vater nicht sagen können. Aber bei dem Krach, den sie damit gemacht haben, hätte jeder normale Hirsch sofort zweite gesucht. Das weiße Untier aber, das ist stehen geblieben, wo es war, und hat es einfach bloß angeschaut mit einem schiefen Gesicht. Mein Vater und sein Kamerad haben einen Ärger gekriegt, weil sie in der Nacht umeinander geschossen haben. Sie haben dann einfach behauptet, es hätte sich jemand angeschlichen und sie hätten ihn halt wieder vertrieben. Aber dann am nächsten Tag sind sie wirklich angegriffen worden. Die ganze Kompanie ist draufgegangen und mein Vater hat gewusst, dass der geisterhafte Hirsch ihnen das Unheil daherbracht hat. Jetzt, wo man sagt, dass wir nach dem ganzen Krieg in so einer aufgeklärten Zeit leben, habe ich nicht gedacht, dass mir nochmal sowas begegnet. So ein Relikt aus der finsteren Zeit. Aber letztes Jahr habe ich das erste Mal gesehen, den weißen Hirsch. Ganz schwach und krank hat er ausgeschaut, wie er aus dem Wald rausgekommen ist. Ich hab dann erwartet, dass er Krieg kommt oder eine neue Krankheit. Aber das waren nicht die Katastrophen, die er uns gebracht hat. Dafür ist in dem Jahr auf unsere Felder nichts gewachsen. Und das bisschen, was wir zusammengebracht haben, das hat uns Sturm und Hagel kaputt gemacht. Alle haben wir einen Gürtel länger geschnallt und sind zum Abend als Tagelöhner da hin und dort gegangen. Mit knapper Not haben wir das Schlimmste überwunden und jeder im Dorf war froh, wie das Jahr vorbei gewesen ist. Jeder hat einfach neu anfangen wollen, wollte auf die Felder aussehen, sahen und arbeiten, damit was wächst. Aber gestern war ich draußen auf meinem Land und hab alles angeschaut. Und dann ist er mir wieder erschienen. Wie die Sonne untergegangen war, hat er sich gezeigt.
Bleich und krank ist er zwischen die Fichten herfährdrin. Hat sich aufs Feld gestellt und in meine Richtung geschaut. Da war mir klar, was ich zum Tor hab. Heim bin ich gerannt und hab die alten Flinten vom Vater geholt. Dann bin ich am Nachi. Im nassen Waldboden hab ich seine Spuren gefunden und bin hinterher. Die ganze Nacht hab ich mit der Laterne am Boden abgesucht, damit mir das Viech nicht rauskommt. Ich muss das ein für alle Mal zur Strecke bringen, hab er mir gesagt. Wie mir gerade das Öl von der Laterne ausgegangen ist, ist vor mir eine alte Waldhütte auftaucht, wo ich Unterschlupf gefunden hab. Da wollte ich bleiben, bis es wieder hell wird. Aber es hat nicht lang gedauert, bis ich draußen was gehört hab. Mit der Flinten in der Hand habe ich die Tür aufgemacht und rausgeschaut. Und dort im Mondlicht ist er gestanden. Sofort habe ich angelegt, habe meine Flinten auf ihn ausgerichtet und war schon kurz davor, dass ich abdrück. Aber dann hat er langsam einen Fuß vor den anderen gesetzt und ist auf mich zugekommen. Obwohl er mich gesehen hat, obwohl er mich kerzengerad angeschaut hat, ist er gneiner zu mir hergekommen. Ich hab abgewartet. Soll er ruhig weiter herkommen, hab er mir gedacht. Nachher triff ich noch besser. Aber wer er dann auf ein paar Schritte im Mondlicht vor mir gestanden ist, da hab ich zum ersten Mal seinen geschandelten Körper gesehen. Als war er stolz drauf, hat er sich hingestellt und hab mir seine blanke Seiten präsentiert. Die Borndeln sind ihm außergestanden. Nix als was eine Gerippe mit einem zerfetzten Fell drüber war er. Löcher von Gewehrkugeln waren überall und sogar ein paar Bolzen aus der Zeit, bevor es Pulverwaffen gegeben hat, sind drin gesteckt in ihm. Da ist mir klar geworden, dass der schon mindestens 200 Jahre lang gejagt wird. Und genau das war es auch, was er mir zeigen wollte. Dass ihn keiner zur Strecke bringen kann. Dass er nicht bloß ein ausgehungerter weißer Hirsch ist, sondern ein Gespenst. Eine bösartige Gestalt, die vom Teufel geschickt worden ist. Und die ein weiterer Treffer von meiner Flinten nicht scheren wird.